erkunden sie Assassinengräber, um die Siegel für den Altarraum in der Villa Auditore zu finden. Das werde ich tun. Aber erstmal will ich gucken. Was ist das hier? Aha, ein Assassinengrab. Was ist das hier? Erinnerungsanfang. Ja, das ist auch interessant, aber ich möchte erstmal dieses Dingsbums hier. Ich würde sagen, erstmal gehe ich mal hier hoch. Das wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Nee, das geht nicht. Okay, dann nicht. Na gut. Ezio, wenn das so ist, ist das so. Okay, das Bötchen können wir auch fahren, aber das möchte ich jetzt noch gar nicht. Oh, verdammt. Ich muss auch irgendwann die Truhe lernen, weil da passt ja nicht so viel rein. Aber ich habe ja wieder ein bisschen Kohle. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich zurück bin, kann ich auf jeden Fall die... Du bist drauf. Oh, du bist runtergefallen. Sorry. Das tut mir irgendwie furchtbar leid. Ich wollte gar nicht, dass du da runterfällst. Naja, man kann ja auch nicht alles haben. So jetzt, ach Ezio, Mann, du bist voll die blöde Kackwurst, ey. Jetzt kletter da hoch und gut ist. So, ich werde mir jetzt das nächste Assassinengrab reinziehen. Was da hinten? Ja, ist ja gut, ey. Immer diese aggressive Grundstimmung von euch, ja, das finde ich voll scheiße. Oh, ich bin ja schon weg. Bleib mal locker, Junge. Was da hinten? Was ist denn das? Ich muss gucken gehen. Ach so, nee. Ach, das ist eine Feder. Ah, eine Feder. Na, die werde ich mir mal... Werde ich doch einfach mal schnell sammeln, oder was? Nein, ach, ich bin zum Glück nicht runtergefallen. Finde ich gut. So, noch eine Feder gesammelt. Da hinten ist aber... Moment. Jetzt muss ich hier nochmal kurz hoch. Jetzt habe ich, da. Da ist eine weitere Feder. Dann werde ich nämlich mal zum nächsten Assassinengrab gehen. So, geh runter da. Ich muss nur den Eingang finden. Und dann geht es zum Erinnerungsanfang. So. Was für ein alberner Mann, halt die Fresse. Ja. Ah, hier geht's weiter. Erstmal muss ich den Eingang zu diesem komischen Grab finden. Kann ich auch einfach mal hier durch die Straßen spazieren. Warum denn auch nicht? Weg da. Weg da. Das Symbol für ein Assassinengrab in deinem Datenbank-Pop-Up weist darauf hin, dass es einen Geheimeingang an diesem Ort gibt. Stell dir mal vor, das hätte ich jetzt fast selbst erraten können. Ich glaube, ich habe ihn direkt gefunden. Ich würde einfach mal sagen, Freunde, wie geht's euch? Jetzt kommt der Tod zu dir. Ach, das war geil. Zack, 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 zack. Oh, das war doof. Na, komm her. Greif mich an. Ich werde dir auch... Oh, verdammt. Ich wollte sagen, ich werde dir nichts tun, aber jetzt hast du selbst Schuld. Jetzt muss ich dir wieder was tun. Tschüss. So, da werde ich mal ganz geheim... Der ist ja so geheim, der Eingang, den hat ja nie vorher einer gesehen. Ich werde mal ganz geheim hier einfach rein. Ne? Hat keiner gesehen. Ah, ich bin quasi ganz safe hier drin. Okay, wo bin ich jetzt? Bitte, haltet euch von den Kunstwerken an den Wänden fern. Und wenn deine Männer den Dom bemalen, dürfen sie die heiligen Reliquien in der Lanterna nicht stören. Das sind die wichtigsten Artefakte unserer Kirche. Ja, ja, Padre. Passt ihr auf, dass ihr uns die komplette Summe für die Arbeit bezahlt. Okay, also nichts kaputt machen. Ich werde mich bemühen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie komme ich denn hier hoch? Ach, da hinten. Na. Das Geheimnis des Domo. Die Basilika Santa Maria del Fiore erkunden und das darin versteckte Assassinen-Siegel finden. Oben auf das Tor klettern. Ja, das mache ich. Soll ich dir die Sixtinische Kapelle darstellen?
Ich weiß es nicht. Könnte möglicherweise sein, dass das hier so dargestellt werden soll damit. Achso, ich soll die ja eigentlich in Ruhe lassen? Naja. Ich mache ja nichts kaputt, ne? So, dann werde ich mal wahrscheinlich hier rüberspringen müssen. Da unten stand gerade was, dass ich irgendwo anders hin soll. Das habe ich jetzt aber nicht gelesen. So. Ezio. Ezio. Darüber. Geht doch. Okay. Ich muss jetzt mal zugeben, ich bin gerade... Achso. Ah, deswegen kann ich da quasi auch rüberspringen. Das ist höchst interessant. So, schaffe ich das dahin? Jawohl. Da ist einfach die Leiter runter, ihr Plumpster. Jetzt habe ich einen Weg nach oben, falls ich abstürze. Ja, wir wollen ja nicht abstürzen, Ezio. So fängt das ja schon mal an. So, muss ich jetzt hier weiter? Nee, müssen wir nicht. Okay, wir sind abgestürzt. Wollten wir zwar nicht, aber na gut. Wir haben einen Weg nach oben, von daher kein Thema. So, okay. Hierhin. Ach so. Ah, ich verstehe. Interessant. Hier muss ich lang. Überaus verwirrend die ganze Sache hier. So. Ach, hier kann ich nicht lang. Das ist ja blöd. Dass genau da so eine Fahne hängt. Dann möchte ich mal einfach behaupten, ich muss jetzt hier runter, dann hier hoch. Sieht schon mal ganz gut aus, bis hierhin. Also, welcher besoffene Architekt hat denn bitte die Sachen genauso hingebaut, dass ich so springen muss? Also, ich schwäche es ja auch nicht, ne? Und die nächste Leiter, den nächsten Checkpoint. Okay, da muss ich wohl hin. Das wird mein Ziel sein. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie komme ich denn da überhaupt hin. Wahrscheinlich erstmal hier so rüber. Dann weiß ich nicht so recht weiter. Das ist blöd. Ich glaube, hier werde ich nicht sehr viel anstellen können. Okay, Moment. Ezio, geh mal hier lang. Ezio, geh mal weiter hier lang. Ja, Ezio, du machst das schon ganz gut. Finde ich sehr schön. Ich springe einfach mal hier rüber. Springe einfach mal hier hin und hier hin. Einfach mal dort und dort. Ja, aber was jetzt weiter? Hier hoch komme ich auf jeden Fall nicht. Dann mal hier kurz rüber. Ach so. Ich verstehe. Ich bin quasi im Bilde. Jetzt muss ich hier rüber, dann da hoch. Und dann ist das doch alles schon mal nicht so scheiße gelaufen. Achso, hier muss ich ja gar nicht springen. Okay. So, jetzt denke ich mal einfach hier so, ne? Oh man, Zahn zulegen, Ezio. Wir brauchen ein bisschen Geschwindigkeit. Ja, das ist jetzt doof. Da, wieso komme ich denn hier nicht rum, aber da bin ich rumgekommen? Achso, ja, wie ein Krüppel kann man da einfach klettern, dann läuft das auch. Interessant, okay, aber hier ist falsch. Beziehungsweise, das wird falsch sein, ja. Okay, dann muss ich mal auf die andere Seite klettern. Ezio, beeil dich mal ein bisschen. Vielleicht muss ich hier auch gar nicht rauf. Also ich komme hier auf jeden Fall nicht hoch. Und okay, auch hier komme ich nicht hoch. Also ist das alles so ein bisschen doof. Gut, Ezio, das ist schön. Dass sie hier rauf geklettert sind, ich bin ja quasi begeistert. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo ich hier runter kann. Kann ich hier runter? Ne, da. Okay. So, dann lass ich mich mal hier wieder runterfallen. Dann muss ich mal kurz... Okay, ich muss da irgendwie hoch, alles klar. Frage ist natürlich, wie komme ich denn da hoch?
eventuell darüber. Verdammt. Warum springst du nicht da in die Richtung? Ah, sehr schön, Ezio. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das so klug war. Ah, hier war ich schon, verdammt. Ich muss da irgendwie rauf, weil von hier würde ich auf jeden Fall höher kommen. Ja, ja. Moment. Da war ich ja gerade. Okay, das Kreuz bringt mir gar nichts. Ich muss irgendwie da hoch. Das ist mir schon quasi klar. Okay, nochmal kurz hochklettern. Ich muss mal gucken. Hier muss da irgendwas geben, wo ich hochklettern kann. Was soll denn das? Hier ist aber auch nichts, was runterläuft. Das heißt, wenn ich dann da wegspringe, ist das blöd. Wie komme ich denn da hoch? Das ist ja eine überaus interessante Frage. Und das ist auch die Frage, worum es hier geht. Wie komme ich da hoch? Ja, gut, ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal hier. Das ist ja an und für sich schon mal gar nicht so verkehrt. Mein Problem besteht natürlich darin, dass Ezio zwar bis hierhin kommt, er klettert auch hierhin. Aha, ach, jetzt geht's. Na, interessant. Okay, damit hat sich die Frage erledigt, wie ich da hochkomme. So einfach sind manchmal die Antworten, ne? Wie manchmal. So, damit wir hierhin, Ezio. Dann wollen wir hierhin. So, jetzt bin ich nämlich auch hier und von hier kommt man ja hoch. Das habe ich ja gerade schon gesehen. Na gut, hier komme ich noch nicht hoch. Aber irgendwo muss ich da hier hochkommen. Hallo? Komme ich denn hier hoch? Ja, wir klettern mal wieder wie ein Krüppel hier lang. Warum denn auch nicht? Okay, das ist aber die letzte Ecke. Nee, ist gar nicht die letzte Ecke. Also, aha. Also manchmal geht das doch mit Ezio sehr wohl ganz gut. Manchmal auch nicht, aber in diesem Fall ging es doch jetzt plötzlich. Ja, ich gehe mal lieber hier hin, damit ich da nicht runterfalle. Ja, läuft doch relativ gut. Eine kurze Pause gab es, da musste ich mal kurz überlegen, weil ich das nicht so ganz verstanden habe. Aber jetzt bin ich quasi voll drinne in der ganzen Sache. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Außer ich falle irgendwie runter, aber das sollte nicht passieren. Es sieht doch... Achso. Es sieht doch gut aus. Springen wir hier mal eben flott hoch. Achso. Ja. Gut. Zieh dich mal hoch, klein Ezio. Spring da mal rüber. Das hast du sehr schön gemacht. Und da bin ich doch quasi schon hier oben. Jetzt ist ja der Rest gar kein Thema mehr. Da haben wir auch das zweite Assassinengrab gefunden. Erstmal natürlich die Truhen hier plündern. Das Geld braucht hier sowieso keiner mehr. Deswegen kann ich mir das einfach mal unter die Nagel reißen. Na los. Na los, mach auf. Und das zweite Siegel ist unser. Und dann werde ich mal durch das Fenster kommen. Und das Siegel von Iltani ist auch unser. Jetzt habe ich 7466 Florin. Damit kann man doch in der Stadt bestimmt irgendwas anstellen. Wenn ich wieder in die Stadt zurückkomme. Erstmal bin ich ja noch hier in Florenz. On my way. On the road. Passt, glaube ich, besser. Ich muss ja hier noch ein bisschen was machen.
komme ich denn raus? Ach ja, ganz oben. Ach, guck mal, hier gibt es noch ein paar Trührchen. Na, das finde ich natürlich schön. Weil die werde ich mir natürlich direkt mal schnappen. Da scheine ich runterspringen zu können. Das werde ich dann gleich mal in Angriff nehmen, wenn ich mir die Truhen hier gesnackt habe.